Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher 2. Assassins of Kings, Freunde. Ja, wir sind im vierten Part und sind hier stehen geblieben. Was ist denn hier noch? Was? Ach, wir können das Licht ja auch hier schon beeinflussen. Okay. Kommen wir hier lang? Ja, wir sind im letzten Part hier im Tempel stehen geblieben. Haben endlich durch das riesige Gebilde durchgefunden. Art hier, friss mal. Schade kann der hier kein Finisher. Wir werfen die zurück. Aber damals waren sie doch noch nicht so prädestiniert. Immerhin geht unser Leben wieder voll nach einer Zeit. Was ich sehr cool finde. Ja, das kann man auf jeden Fall gebrauchen. Kann man hier irgendwas kaputt machen? Nö. Na dann, Messer wegstecken und weiter. Was? Ah. Cutscene oder wie? Nö. Ja, wir müssen in die Tempelgänge gelangen, oder? Kein Thema. Können wir schon. Bin so geflasht von diesem Spiel, für damalige Verhältnisse einfach nur 1A, Freunde. Viel zu spät an dieses Spiel. Ohne Witz. Früher hätte ich das ohne weiteres an einem Tag durchgezockt. Ja, kann ich heute auch noch machen, aber ist halt nicht mehr das Gleiche. Weil ich habe noch Arbeit und so. Und dann müsste ich es machen, wenn ich frei habe. Und wie oft hat man als Kind frei, ne? Ziemlich oft, ne? Das meinte ich. Oh, hi. Meine Freunde. Hey, finde ich das niedlich. Darf ich euch mal zeigen, wie das geht? Hier. Schnelles Zerschnibbeln. Warte mal, das kann ich ja auch. Hier. Guck's dir an. So, jetzt verschnibbeln wir nicht ganz. Ist so unlogisch, dass wir dir durch deine Schilde hauen können, aber okay. Nehme ich an. Ihr habt sicher noch etwas, was ihr mir geben wollt. Befehl eines Soldaten. Aha, hier hat es noch etwas zu durchsuchen. So, Oren. Warum nimmst du deinen Prügel nicht selbst weg, Geralt? Hat man das dir nicht beigebracht? Tempelgelände. Ja, jetzt kannst du sie wieder hervornehmen. Automatisch eigentlich. So, was willst du denn? Das ist en garde, mein Freund. Hast du was zum Mitnehmen, zum Looten? Nicht? Was bist du für ein dreckiger Hund? Schlüssel erforderlich. Ist okay. Aha, wir machen erstmal eine Gartenräumung oder was? Wer ist das hinter mir? Das sah gerade ziemlich gefährlich aus. Ist das ein Boss? Ich leg mich zuerst mal mit dem anderen an hier. So. Hauptsache, die sind erst weg. Weil gegen den anderen kann ich es dann noch aufnehmen. So. Wenn ich hier mal ein wenig weg bin. So. Kannst du etwas machen, wenn ich voll drauf haue? Nö, kannst du nicht. Finde ich cool. Mit dem harten Angriff können wir den mähen. Ziemlich cool. Das war der Boss im Tempelinneren. Öffne das Tor. Yeah. Wir untersuchen allerdings die Leiche. Schlüssel des Torwächters. Nice. Hallo? Und wenn da schon Kräuter sind, darf ich die mitnehmen? Danke. Wo muss ich da hin? Muss ich das jetzt wissen? Ah, hier müssen wir das machen. Dann looten wir auch noch hier was. Lederhandschuhe, abgenutzte.
Was wollen wir denn mit denen? Naja, ist egal. Wir drücken mal hier fleißig aufs A-Knöpfchen. Ne? Hier voll das Tor zu Falltest. Ja, machen wir schon. Dass die Tür nicht einfach von alleine offen bleibt. Die geht sichtbar gerne zu. Du bist hiermit der höchst dekorierte Hexer der Welt. Und auch der reichste. Ich nehme Eure Majestät beim Wort. Siehst du, Roche? Geralt hat's geschafft. Gerade rechtzeitig. Der Priester ist zu seinen Göttern abberufen worden. Ich habe Skoyatel gesehen. Am Fluss. Wo genau? Wie viele? Was für Farben trugen sie? Geschissen auf die Elfen. Die sind später dran. Zum Tempel! Skoyatel, das Bild vervollständigt sich allmählich, Geralt. Entweder sagst du die Wahrheit, oder du lügst hervorragend. Erzähl mir den Rest. Volltests Bankerte, die Einsiedelei. Was ist dort passiert? Wäre Tails nicht gewesen, wären wir vielleicht gemeinsam eingetroffen. Zur Sache, Hexer. Der Erzpriester hatte recht. Seine Majestät Volltest, König von Temerien. Arthur Tales, der frühere Grafen Eswelt. Ich habe dein Todesurteil unterschrieben. Ja, aber die Baronin hat mich inzwischen begnadigt. Welch unerquickliche Situation. Wo sind Anaïs und Bussy? Fragt ihr nach den Königskindern? Strapazier meine Geduld nicht, Tales. Dann verspreche ich dir einen schnellen Tod. Gesteht es, Volltest. Im Angesicht der Götter und der Menschen. Bussy und Anaïs sind die Früchte eurer Lenden und eure Nachkommen. Übt euch in Demut vor dem Antlitz der Götter und sagt die Wahrheit. Du magst es noch nicht bemerkt haben, Tales, aber ich habe diese Stadt gerade erobert. Mit Hilfe von Schargen, Hexen und Wechselbalgmutanten, denen gar nichts heilig ist. Dies ist ein geweihter Ort. Ihr werdet es nicht wagen, die Hand gegen einen Gottesdiener zu erheben. Wo habt ihr die Kinder versteckt? In der Einsiedelei. Sie sind in der Einsiedelei. Was treibst du denn da? Gotteslästerung! Hokus Pokus! Dem Geistlichen wurde kein Haar gekrümmt, nur der kleine Adlige hat eins aufs Dach gekriegt. So ist der Wolf satt und das Schäfchen noch heil. Dreimal verflucht, bei einer Erstürmung kann alles Mögliche schiefgehen. Aber dieser Drache bringt das Fass noch zum Überlaufen. Es ist schon übergelaufen. Übergelaufen? Na, das Fass. Verdammt nochmal, unerhört! Geralt, du kennst dich doch aus. Kann man so einen Drachen zähmen? Davon hätte ich noch nie gehört. Wieso frisst er dann ausschließlich meine Leute? Hoffentlich ist es Marigold gelungen, sich zu teleportieren. Ganz bestimmt. Nun ja, wenn nicht, muss ein neuer Ratgeber her. Halt den Rand, Roche. Immer der Wahrheit ins Auge sehen. Vielleicht hat der Drache hier schon... Ein Wort noch und der Drache ist dein kleinster Kummer. Schluss damit! Mund halt! Der Drache ist zurück! Ich kann nicht weiter! Lalli, die haben auch irgendwas an der Wache, ne? Aber gut, nicht primärter. Run hier. Nice. Und Freunde, was die Kürze, ne, was ich machen sollte, ob ich meine reinprügeln soll oder nicht. Ne? Ich wollte kein Blutbad anrichten. Wie immer, ihr kennt mich ja. Wieder hast du mir das Leben gerettet. Du kannst mich bitten, worum du willst, Hexer. Natürlich in vernünftigen Grenzen. Ich verlasse euren Hof, Majestät.
Und ich möchte Triss Merigold mit mir nehmen, wenn sie will. Sicher will sie. Bist du denn blind? Sie ist ja doch mit... Haut und Hand verfallen, aber warum brecht ihr dann immer ab, ihr Wichser? Das hätte ich gerne hören wollen. Ich bin Triss Merigold-Verehrer. Mein Freund. Wer kommt da? Volltest. Ich hole meine Kinder. Geralt, warte hier. Du könntest sie erschrecken. Oh, den Göttern sei Dank. Meine Gebete wurden erhört. Geh, Büssi. Das ist nicht mein Vater. Aber dein König, mein Junge. Glocken. Ihr Triumph ist vollkommen. Die Stadt und die Festung sind gefallen. Ihr solltet dem Urvater und der Mutterschöpferin für diesen großen Sieg danken. Warte, blinder Mann. Ich habe meine Kinder ein halbes Jahr nicht gesehen. Die Götter können ruhig noch etwas warten. Hört mir zu. Eure Mutter und ich haben uns gezankt, aber das ist vorbei. Sie wurde getäuscht. Böse Menschen haben sie gegen mich aufgebracht. Diese Menschen sind bestraft worden und jetzt wird alles wieder gut werden. Nicht weinen, Büssi. Eines Tages wirst du König sein. Und Könige weinen nicht. Es kommen Bewaffnete, Majestät. Kinder, ins Refektorium. Meine Ritter sind gleich hier. Ihr sollt sie kennenlernen, denn einst werdet ihr sie befehligen. Büssi, wasch dein Gesicht. Man darf nicht sehen, dass du geweint hast. Im anderen Zimmer steht ein Wassereimer. Anais, hilf deinem Bruder. König, das Gebet. Sie sollen aussehen wie die Königskinder, die sie sind. Sie haben eure Augen, König. Müssen wir jetzt was entscheiden? Ich hoffe nicht. In Entscheidung bin ich schlecht. Je nachdem, wie sie ausfällt. Thank you.
Tja, mehr erfahre ich wohl nicht von dir. Heißt das, ich bin frei? Volltest. König von Temerien ist ermordet worden. Derzeit bist du der einzige Verdächtige. Ich soll im Loch verschimmeln, weil der Mörder klüger ist als du? Wie bitter. Du wirst schon nicht im Loch verschimmeln. Man wird dich aufhängen. Sag ihnen, dass sie das nicht tun dürfen. Ich habe keinerlei Einfluss auf das Urteil des Gerichts. Was ist, wenn jemand für mich bürgt? Hast du einen Zeugen? Ich dachte an Triss. Tja, wenn sie nicht deine Gespielin wäre. Aber das ist ja allgemein gut. Was ist mit ihr geschehen? Sie ist unversehrt. Soweit ich weiß, wurde sie zur Sitzung des Regentenrats gerufen. Wie steht es in Temerien? Der Regentenrat ist zusammengetreten, um Ordnung zu schaffen. Das bedeutet dreierlei. Es herrscht Unbeschreibliches drunter und drüber, der Wein geht aus und die Huren verdienen sich goldene Nasen. Nimmt Triss an den Beratungen teil? Ja, aber sie wird nur erfahren, dass sie überflüssig ist. Woher weißt du das? Es ist mein Beruf, solche Dinge zu wissen. Sie wollen ein Königreich ohne Zauberin? Sie haben gerade ein Königreich ohne König und nutzen die Gelegenheit, um Triss loszuwerden. Wer wird regieren? Die primären Prätendenten sind Graf Maravell und Baron Kimbold. Die balgen sich jetzt schon um die Burg Lavalette. Volltests Bankerte gibt es auch noch. Und in deren Adern fließt königliches Blut. Sie haben ein Anrecht auf den Thron, nicht diese dahergelaufenen Adligen. Volltest hat viel von dir erzählt. Ohne ihn wäre ich heute ein Säufer oder Landstreicher. Volltest hat mehr für mich getan als mein Vater. Mein Vater hat gar nichts für mich getan, hab ihn nie getroffen. Und daher werde ich erst ruhen, wenn der Mörder bestraft wurde. Worin besteht dein Dienst, Vernon? Ich führe Befehle aus, die andere nicht ausführen können. Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was. Der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger zu fassen. Die Geschichte vom Mördermönch überzeugt mich nicht. Ich sagte nicht, dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Skoyatel wegfahren. Würdest du ihn wiedererkennen? Aber ja, er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Skoyatel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfengrüppchen sogar. Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Trophäen, nehme ich an. Jorvets Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Wes! Bring was zu trinken. Warum eigentlich nicht gleich so? Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Danke. Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen. Wes gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Skoyatel befreit. Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr, darum lebt sie noch. Eins noch. Die Akte eines gewissen Geralt von Riva. Über Volltests Tod?
Eher über Geralts Tod. Ein Bericht über Ereignisse vor 5 Jahren. Riva, eine Stadt mit 1234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom, ein Massaker. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. ...76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Geralt von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und 3 Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Yennefer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Geralt und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Ich erinnere mich. Riva. Yennefer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Vess! Verhör beendet. Fessle ihn. Den Schlüssel. Morgen segeln wir los. Die Wache holt dich in 5 Minuten. Iss. Kannst es brauchen. Noch gestern haben sie ihn als Helden auf Händen getragen. Kein Wunder, ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die 20 Recken erschlug. Im Schlachtgetümmel auf den Mauern pfiff sein Schwert so schnell, ich konnte es kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gevierteilt. Vielleicht sollten wir ihm selbst eine Lektion für Tod erteilen. Scheißhaufen macht man sich doch nur die Hände schmutzig. Hast recht. Wofür gibt's Henker? Nach dem kleinen Text machen wir uns im nächsten Part selbst mal los oder so. Oder provozieren mal. Mal schauen. Es heißt ja, provoziere die Wärter. Mal schauen, wie das so ausgeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.